Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Ich habe heute ein paar Kleinigkeiten, die ich euch zeigen möchte. Unter anderem Dinge, die mir aus den USA mitgebracht wurden, über die ich mich sehr, sehr freue. Und wir fangen aber an mit Produkten, die ich vergessen habe, euch zu zeigen in meinem Favoritenvideo, wo ich mir am Ende des Videos dachte, oh nee, warum hast du das nicht gezeigt? Du wolltest es doch holen. Und zwar das hier. Leute, wie konnte ich es nur vergessen? Wenn ihr euch nach dem Duschen bzw. während der Dusche richtig gemütlich und zum Anbeißen fühlen möchtet, Bettina Barty Kakao Shower Gel, also das Duschgel und die passende Body Lotion. Oh, ich habe in letzter Zeit nur die Body Lotion verwendet. Die kriegt man auch leider nur im Müller. Also da habe ich die bisher nur gesehen, leider nicht im Rossmann und DM. Warum, Bettina Barty? Warum? Sagst du mir. Also das kriegt ihr zu kaufen, wenn ihr Müller bei euch in der Nähe habt. Und das Duschgel müsst ihr leider bestellen bei Bettina Barty selbst. Habe ich getan. Ich habe die beiden auf Vorrat direkt bestellt. Und Leute, dieser Duft, ihr macht euch keine Vorstellung. Es ist dieser wunderschöne. Also es ist wie ein warmer Kakao. Es ist wirklich wie ein wärmender Kakao. Das Duschgel ist schon ein Traum, wenn ihr euch damit wascht und unter der Dusche steht. Es ist einfach nur himmlisch. Aber dann danach diese Bodylotion zu verwenden. Ich liebe ja sowieso die Bettina Barty Bodylotion. Hashtag not sponsored. Weil die einfach super einzieht. Die ist nicht klatschig oder glitschig oder klebrig auf der Haut. Die ist einfach nur seidig und angenehm. Und dieser Duft, Leute, das ist der perfekte Layering-Duft. Also wenn ihr darüber noch einen Vanilleduft auftragt oder einen Schokoduft. Boah, da geht aber die Luzi-App. Es ist so unglaublich, so wunderschön. Also ich kann euch dieses Duo sehr empfehlen. Das Vanilla, also die Vanilla-Version hat schon meine Oma benutzt als Bodylotion. Und da habe ich angefangen, Bettina Barty zu lieben, schon als Kind. Und ja, jetzt liebe ich die Kakao-Version und wehe, ihr nehmt das irgendwann raus. Ja, wehe, das wird discontinued. Damit ihr aber böse da. Also, wunderschönes Produkt. Und wo wir gerade vom Layering reden, ein neuer Vanilleduft. Ich habe euch ja erzählt, dass ich öfter bei Sharings mitmache. Da habe ich bei einem Sharing mitgemacht von Francesca del Oro. Vanilla 18 Uhr. Also, es ist so nach verschiedenen Zeiten. Und Vanilla 18 Uhr hat mich am meisten getriggert von den Duftnoten. Und es ist, den habe ich heute auch getragen zur Arbeit. Startet mit wunderschönem Honig. Und ihr wisst, ich liebe Honig. Ja, richtig schöner, goldener, würziger Honig. Und wird dann später eine rauchig-würzige Vanille. Erinnert mich an Cana, Barcelona. Boah, fällt mir jetzt nicht ein. Da gibt es auch einen rauchigen Vanilleduft, den ich auch in meiner Sammlung habe. Komme jetzt nicht drauf. Kennt ihr das, wenn der Tag zu lang war und ihr zu viele Gehirnfürze an einem Tag hattet? Ich komme jetzt gerade nicht drauf. Auf jeden Fall von Carna Barcelona. Und das hier ist auch ein wunderschöner, rauchiger Vanilleduft. Ich wollte euch übrigens noch vorab sagen, jetzt geht es ja in die stressigere Zeit. Ich arbeite ja in einer Parfümerie und ihr könnt euch vorstellen, Weihnachtsgeschenke und so weiter, Weihnachtsgeschäft, wir kriegen jetzt gefühlt jeden Tag Ware. Es wird ein bisschen stressiger, also auch mit den Videos. Ne, aber ich mache Videos weiter, um Gottes Willen. Ich habe so viel geplant. Ich habe jetzt auch einige Sachen in der Pipeline. Ich habe Dinge bestellt, Parfums. Und ich werde zu jedem einzelnen Duft ein einzelnes Video machen. Also es kommt auf jeden Fall bald, bald, bald. Und oh, das sind so geile Sachen dabei. Ich freue mich so dermaßen, Leute. Ich habe so geile Sachen bestellt. Also auf jeden Fall diesen Kanal abonnieren und das Glöckchen drücken, damit ihr nichts verpasst. Und es wird bald kommen, Leute. Ich werde mir auf jeden Fall die Zeit nehmen, weil das hier ist wirklich einfach nur mein absoluter Spaß. Ja, und das ist auch für mich so ein Runterkommen. Und ich freue mich über eure Kommentare und dass ihr euch über meine Videos freut. Das macht mich einfach total glücklich und gibt mir einen absoluten Ausgleich fürs Leben. Und wie gesagt, die Zeit wird jetzt wirklich, wirklich stressig. Und ja, die letzten 3 Monate des Jahres sind immer Wahnsinn, aber das hier macht mich dann wirklich glücklich und die Produkte, die ich euch zeige und die Düfte. Boah, es kommen so geile Düfte, Leute. Ich habe mir so was Geiles bestellt. Oh, ich kann es kaum erwarten, das mit euch zu teilen. Zu teilen. Ihr merkt, ich kann auch wieder nicht sprechen. Der Tag war, wie gesagt, sehr, sehr lang. Es ist nach Feierabend und ich musste mich auch gerade noch ein bisschen zurechtbrezeln und
Ja, dass ich nicht aussehe wie ein Schluck Wasser in der Kurve. Ich hoffe, es hat geklappt. Wenn nicht, dann möge es mir bitte verziehen werden. So, bevor wir zu den Sachen aus den USA kommen, habe ich mir heute noch aus dem Rossmann gekauft, die Maybelline Lash Sensational Firework Mascara in wasserfest, weil ich das lieber mag, gerade ja, wegen der Haltbarkeit natürlich, ne? Und wenn es kalt wird, dann habe ich immer das Gefühl, dass meine Wimpern, obwohl das war eher in der Maskenzeit, dass dann immer so der Dampf nach oben gestiegen ist und meine Wimpern immer abgestempelt haben. Aber dennoch, wasserfester Mascara ist immer gut. Und ich habe bei Not Another Hannah auf TikTok, die benutzt die und die sagt, die liebt die über alles. Und ihre Wimpern sehen aus wie geleckt. Also wunderschön. Fluffig, lang, voluminös und ja, das haben wir doch alle gerne, deshalb habe ich mir die gekauft. Ich bin sehr gespannt, ich werde berichten. So, Freunde, jetzt geht's aber los mit den Sachen aus den USA. Meine liebste Kollegin Kati ist nach New York geflogen mit ihrem Mann. Und jedes Mal, wenn jemand in die USA fliegt, da taste ich mich immer ganz, ganz vorsichtig ran und sage, weil die Leute gehen ja meistens eh shoppen und dann war ich so, kannst du vielleicht für mich ganz kurz in den Ulta gehen und mir was kaufen? Ich schäme mich dann auch immer so, ne? Es tut mir auch immer so leid und ich will die gar nicht irgendwie losscheuchen und für mich was besorgen, aber das ist halt so die Gelegenheit, ne? Wann hast du mal die Gelegenheit, dass jemand in die USA fährt oder fährt, genau, fliegt? Und viele Sachen werden halt leider nicht aus den USA nach Europa oder Germany geschickt, ja? Und da bleibt einem nur das. Und deshalb bin ich unfassbar dankbar, liebe Kati. Du bist meine Heldin. Ich habe mir zwei Sachen mitbringen lassen aus dem Ulta. Wie gesagt, ich habe auch hier das Kassenzettelchen von ihr bekommen. Cashier was Jennifer. Thank you, Jennifer. Ja, boah, und das Geilste, die Kati, also meine Kollegin, die hatte so ein Glück. Ja, das war ihre Hochzeitsreise übrigens in New York. Und die war in der Straße, wo Sex in the City immer gedreht wurde, ja, da wo Carrie gewohnt hat, in diesem Stadthaus. Und jetzt gerade wird ja die dritte Staffel von And Just Like That gedreht. Und wisst ihr, was die für ein Schwein hatte? In der Straße wurde gerade gedreht und sie hat Sarah Jessica Parker gesehen. Hat mir ein Foto geschickt, ich so, no way. Alter, so ein Glück musst du erstmal haben, ne? Da stehst du da an der Kulisse und dann ist da auch noch Carrie persönlich und es wird gedreht für die neue Staffel. Ey, wie geil, ey. Ich glaube, ich hätte geheult. Die hat auch gesagt, boah, ich war kurz vorm Heulen. Ich kann es mir vorstellen. Also wirklich so geil. Also Sarah Jessica Parker war da auch wirklich in voller Montur mit ihren High Heels und einfach so, ja, mega krass, ey. Das war so geil. Und ja, mitgebracht hat sie mir. Ich habe mir gewünscht, weil ich davon nur Gutes gehört habe. Ich habe so viele Reviews gelesen und gehört und gesehen auf YouTube. Und ich musste einfach diese Foundation haben. Ich musste. Es ging kein Weg dran vorbei. Und zwar hat Halsey, die Sängerin, ja eine eigene Marke, die heißt About Face. Und die meisten Produkte von About Face bekommt man auch in Europa bzw. Deutschland auf Beauty Bay, wenn mich nicht alles täuscht. Nur die Foundation nicht. Warum auch immer. Wahrscheinlich ist hier irgendeine Giftbrühe drin, die man in Deutschland nicht benutzen darf. Aber das ist mir wurscht. Ich will sie haben. Und die hat sie mir mitgebracht. Ja, und so viele Leute sagen, dieses Finish, was diese Foundation macht, ist gottgleich. Einfach nur Hammer. Ich zeige euch jetzt mal, wie die aufgebaut ist. Die hat nämlich auch keinen normalen Krummspender. Ich habe mir die Farbe L2 neutral mitbringen lassen oder neutral. Das habe ich gedacht, so wäre von den Swatches im Internet so meine Farbe. Das ist die Skin Focused Foundation, The Performer. Und die hat so einen Applikator. Und ich bin so gespannt, wie diese Farbe ist. Ja, die scheint mir doch, die wird mir passen. Doch, sieht super aus. Oh. Hat keinen Duft, also überhaupt nicht. Gar nicht beduftet. Oh, ich merke schon so von der Textur, die ist sehr schön cremig. Oh ja, oh, ich sehe das schon auf meiner Hand, Leute. Ich drehe jetzt schon durch. Natürlich habe ich jetzt die Arschkarte, wenn das jetzt mein absoluter heiliger Gral wird.
Dann ja, habe ich aber noch eine andere Kollegin, die fliegt im Oktober nach Miami. Da kann ich sie mir noch mal mitbringen lassen. Auf jeden Fall About Face. Diese Foundation habe ich mir mitbringen lassen. Die gibt es nur bei Ulta. Und wer weiß, vielleicht gibt es die auch irgendwann hier in Deutschland zu bestellen. Meistens ist es so, es war vor ein paar Jahren, da habe ich mir von meiner anderen Freundin, die war in Kalifornien und da hat sie mir auch vom Ulta die Billie Eilish Foundation, den Billie Eilish Duft, den ersten mitgebracht. Und kurz darauf kam der bei Douglas online und ich konnte mir auch da kaufen. Aber man weiß es ja nie so genau, ne? Genauso sieht es nämlich aus mit der zweiten Sache, die ich mir habe mitbringen lassen. Und darüber freue ich mich so unfassbar, weil es was zum Riechen ist. Und zwar, Bella Hadid hat ja seit einiger Zeit eine eigene Marke. Die heißt Aura Bella. Und sie hat eigene Düfte rausgebracht. Mittlerweile ist auch schon ein neuer dazu gekommen mit Vanille und ich glaube, Ingwer ist da drin. Aber Alana Davison, diese wundervolle Frau hat diesen Duft so oft in die Kamera gezeigt und hat gesagt, der riecht unglaublich. Sie hat auch schon die halbe Flasche geleert oder hat sie schon fast leer, weil sie sagt, dieser Duft ist so unfassbar gut. Und eigentlich habe ich den für mich direkt ausgeschlossen von den Duftnoten her. Aber Alana Davison und ich, beziehungsweise ich und Alana Davison, haben so sehr den gleichen Geschmack, also auch was Make-up betrifft und Düfte. Da dachte ich, komm, lassen die mitbringen. Das ist jetzt auch nur die Reisegröße. Das sind 10 Milliliter und in diesen Düften ist ja kein Alkohol drin. Und eigentlich ging das Gerücht um, schon am Anfang des Jahres, dass die Düfte nach Deutschland kommen. Hat sich aber bisher nichts getan. Also deshalb habe ich gesagt, bitte, bitte bring mir den mit. Ich muss den riechen. Und ich bin jetzt so gespannt, wie Salted Muse riecht. Wie gesagt, es gibt noch drei oder vier andere. Genau, ihr seht das auch. Hier sind die Öle da oben. Die haben sich hier so angesammelt. Also das ist so ein Duft, der kein Alkohol hat, aber der auf so ätherischen Ölen basiert. Und wir schütteln das Ganze jetzt mal. Ich gehe mal davon aus, dass man das schütteln muss. Ja, shake well. Boah, intuitiv. B-Face. Und ja, das gibt es auch in 100 Milliliter oder 90 Milliliter. Und seht ihr, dann sieht das so milchig aus, wenn man das geschüttelt hat. Und jetzt bin ich so gespannt. Auch hier, wenn der Duft mir gefällt, habe ich die Arschkarte. Dann muss meine andere Kollegin, die nach Miami fliegt, dran glauben. So. Salted Muse. Ich weiß ganz genau, warum Elena den mag. Elena hat mich ja damals auf, warte, hier oben, da ist er direkt griffbereit, Malin und Götz Leather gebracht. Das ist ja so dieser Cool Girl Duft. Und, boah, der ist aber wirklich schön. Salted Muse riecht auch wirklich so wie dieses Clean Cool Girl. Hat auch so leichte Kardamom- und Lederanwandlungen. Passt super in den Herbst. Der riecht auch so ein bisschen nach Tanne. Der ist wirklich schön. Also der riecht, also ihr seht das auch, ne? Es glänzt hier das Öl. Das ist wirklich potent. Kannst du dich nur mit eincremen, wenn dir die Feuchtigkeit fehlt. Oh ja, der hat wirklich so eine leicht holzige Tannenanwandlung. Salzig riecht er jetzt nicht wirklich, aber es ist wirklich so ein Duft, mit dem du dich erfrischen möchtest. Der ist wirklich so nach der Dusche. Doch, der ist super angenehm. Also, wie gesagt, von den Duftnoten hätte ich den als letztes ausgewählt. Aber der riecht wirklich, der riecht cool, der riecht edgy, der riecht nach was Besonderem. Also, ich hoffe wirklich, dass die nach Deutschland kommen, jetzt früher oder später, weil. Ja, das Konzept finde ich super. Ne? Viele möchten ja auch keinen Alkohol in ihrem Duft haben. Und das war eine Attacke vom Klinik. Scheiße. Oh mein Gott, das ist jetzt von da oben runter gepurzelt. Okay, ist alles ganz geblieben? Möchte noch jemand oder war es das? Gut, Gott sei Dank bin ich versichert. Ich sag, Leute, it's falling apart. Das waren jetzt kleine Proben, die hinter mir stehen. Ich sage ja, ich muss. Mein Schrank unbedingt. Ich habe ja angekündigt, dass ich meinen Schrank neu sortieren möchte. Ne? Also generell die Parfümsammlung katalogisieren, neu sortieren und so weiter und so fort. Aber wir renovieren gerade.
Und ich werde bald neue Schränke bekommen. Was heißt bald? Es wird auch noch erst irgendwann nächstes Jahr werden. Aber da werde ich auch wahrscheinlich ins Arbeitszimmer umziehen. Also, das ist noch in Planung. Wir waren letztens schon im Möbelhaus gucken und haben uns schon so ein paar Schränke angeguckt. Deshalb fange ich jetzt nicht an, den Schrank noch weiter zu sortieren, weil da mache ich mir eine doppelte Arbeit. Deshalb, ja, es wird bald Ordnung stattfinden. Bald, soon, next year. Aber ja, es wird kommen. Deshalb purzelt alles so hier und da und tralala. So war ich stehen geblieben. Schöner Duft. Der ist natürlich leicht auf der Brust, weil es kein Alkohol in begriffen hat und weil der halt wirklich nur auf Ölbasis ist. Mit diesen ätherischen Ölen. Doch, aber der riecht sehr, sehr angenehm. Wie gesagt, Kardamom, so ein bisschen Leder, holzig und Tanne. Geil. Sehr, sehr geil. Riecht wirklich nach Clean Girl. Cool, Clean Girl. Was ich ja bin, ne? So. Das war's dann jetzt von diesem Video. Das reicht auch schon wieder, ne? Ich glaube, ihr habt auch schon wieder einen halben Kackreiz. Also, ja. Orabella. Ich hoffe, wir kommen auch irgendwann in Deutschland daran. Ich möchte nämlich auch gerne die anderen Düfte riechen. Das wäre sehr schön. Und ja, über die Foundation werde ich natürlich berichten und auch über die Mascara. Und jetzt bleibt es mir nur noch, euch einen wunderschönen Tag zu wünschen. Passt auf euch auf und dann bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, abonnieren, Glöckchen drücken. Es kommen schöne, geile Videos und unfassbar geile Düfte. Ich freue mich unfassbar. Bis dann und macht's gut.